Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von World of Warcraft. Ich habe mich jetzt mal in der Pause zwischen den Parts informiert, wie ich an den Berufe komme und was, beziehungsweise wie wir an Berufe kommen, wissen wir ja mittlerweile. Aber was für Berufe ich nehme. Und zwar werde ich, da ich schon Schneiderei genommen habe, zusätzlich noch Verzauberkunst nehmen. Juwelenschleifen wäre zwar auch ganz geil, aber das kann ich nicht erlernen, da ich, nicht so tief fallen, da ich ja nur zwei Hauptberufe nehmen kann. Und das sind in meinem Fall dann Verzauberkunst und Schneiderei. Ich muss also irgendwann mal offscreen mit einem zweiten Charakter vielleicht noch Juwelenschleifen erlernen, um das nochmal ein Stück mehr zu verbessern. Und dann würde ich sagen, hier können wir den lernen. Anglerlehrling. Dankeschön. Sonst noch was? Nein, da kann ich sonst nichts mehr erlernen. Und dann würde ich schon fast sagen, wo war denn der? Ich glaube im Tempel, da war der Tempel. Was war das? Ach du Heiliger, hast du mich gerade erschreckt. Der Tempel des Mondes war das, ne? Ja, dann müssen wir hier gleich links raus. Holen wir uns da noch die Archäologie. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, weil das gab es früher auch noch nicht. Archäologie. Das ist auch für mich komplett neu. Ich kann aber auch schon mal den Derwand da wieder rufen, weil wenn der weg ist, dann... Gut. Was haben wir da? Okay. Da hat sich soweit nichts mehr getan. So, dann gucken wir mal, wo der Fritze ist mit Archäologie. Ich habe schon von Spielern gehört, die allein nur mit Archäologie, die nur mit Archäologie auf... Achso, das sind Reagenzien. die nur mit Archäologie auf ihr Maximallevel gekommen sind, ohne irgendwelche Quests zu machen. Ist natürlich auch ganz geil. So, wo soll denn der Fritze jetzt sein hier, den wir suchen? Was haben wir denn hier? Was zur Hölle ist das? Ach, das Portallehren. Portal Exoda und Portal Verwüstete Lande. Okay. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Aber schön, dass hier jetzt auch Portale stehen. Wo zur Hölle ist der Archäologie? Da ist er doch, oder? Archäologielehrer. Ja, dann... Ach, dafür brauchen wir Stufe 20. Okay. Dann merken wir uns den auf jeden Fall, wo er hier steht. Das ist schon mal ganz schön. Ja, und ich verspreche euch, ich werde gleich hier aus Darnassus verschwinden, damit ihr weiter in Ruhe gucken könnt. Weil das ist ja auch langweilig, wenn ich hier jetzt stundenlang durch die Hauptstädte wandere und nichts wirklich gebacken bekomme. Deswegen jetzt noch eben kurz einmal zum Verzauberungslehrer. Und dann sind wir hier soweit eigentlich fertig. Gibt's eigentlich, wobei da könnt ihr auch noch mal kurz gucken, die Klassenausbilder. Sobald ich hier eine Wache sehe, frage ich nochmal nach den Klassenausbildern. So, das war hier wieder der Fritze, der mit seinen komischen Quests. Hier haben wir doch einen. Klassenausbilder. Für Hexenmeister. Gehen wir mal da weiter runter. Allerdings vorher eben kurz noch zurück ins Handwerksviertel. Ich würde auch sogar sagen, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht hier in dem Questgebiet bei Darnassus die Startquest nochmal, ob ich die noch eben mitmachen soll oder ob wir lieber weitergehen. Ich muss mal eben gucken, habe ich das denn noch eingeblendet? Ne, da war es nicht. Wie war das denn noch? Achso, da. Reagenzien. Achso, niedrigstufige Quests werden auch angezeigt. Okay. Gut, soll mir recht sein. Dann hat sich das noch nicht geändert.
So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Da oben ist dann wohl der Ausbilder für den Hexenmeister. Berufsausbilder für Bergbau, Kirschnerei, Schneiderei. Ersthilfe, Ingenieurskunst, Verzauberkunst, da wollte ich hin. Er ist hier irgendwo. Müsste jetzt ja irgend... Ist das... Ich glaube, wir müssen dafür hier rechts rein. Dann die nächste links, wenn ich das richtig interpretiere. Und dann müsste das auf der linken Seite das letzte Haus sein. Verzauberkunst, da haben wir es auch. Ach, Inschriftenkunde gibt es ja auch. Das kenne ich auch noch gar nicht, Inschriftenkunde. Ist ja sensationell. Was haben wir denn da? Verzauberkunstlehrling. Gut, ja, möchte ich. Dankeschön. Damit können wir jetzt auch verzaubern und müssten theoretisch alle Berufe haben. Entzaubern, verzaubern ist klar. Angeln ist klar, das fehlt also nur noch Archäologie. Und Begleiter. Okay. Gut, dann auf geht's. Da möchte ja noch jemand mit uns sprechen. Und da müsste auch der Baum sein, wenn wir hier geradeaus durchlaufen. Lass mich hier mal durch. Ein dickes Urtum. Wo ist denn die Straße, verdammt ich? Oder ist das der Baum? Enklave der Szenarios. Hier muss es doch... Die heulende Eiche. Ach, guck mal, da haben wir, glaube ich, den Eingang. Das sieht richtig aus. So, sind, ist das denn hier auch richtig mit dem Lehrer? Wo ist denn hier der Hexenmeister-Ausbilder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hm, was haben wir hier? Hexenmeisterlehrer. Ihr seid mir ein munteres Persönchen. Achso, okay. Der hat soweit nichts. Das heißt, beim Ausbilder für Hexenmeister gibt es anscheinend nichts. Oder zumindest im Moment nichts. Die heulende Eiche. Diese Eiche entstand mit Hilfe der Druiden aus einem Samen, der aus Glineas kam. Sie steht für alles, was wir erlitten und alles, was wir erreicht haben. Mögen sie uns stets daran erinnern, dass unser Fluch auch ein Segen ist. Quest beenden. Okay. Das war das jetzt alles oder haben wir hier noch eine Quest? Ich befürchte bald... Ach Moment, hier passiert irgendwas. Ach, guckt an, Malfurion und Sturmgrimm. Als wir uns das letzte Mal sprachen, habt ihr angeboten, den Gefallen... Ach Mann, das geht mir zu schnell, die Texte. Da habe ich lieber so einen Questtext, den ich sehr ordentlich vorlesen kann, wie so ein Schrott. Also die wollen auf jeden Fall jemanden zu ihr schicken, weil sie hat wohl eine Aufgabe. Ja, Malfurion ist ganz schön groß. Ist auf jeden Fall sehr interessant. So, gibt er uns jetzt eine neue Quest, nachdem das Gespräch hier gelaufen ist? Finde ich ein bisschen blöd, dass sie das nicht umgesetzt haben mit Sprache. Schießt los oder zieht Leine. Halte die Ohren steif, ja? So, machen wir mal hier das Gasthaus zu unserem... Ruheort, wo wir uns immer wieder hin teleportieren können. Aber ich habe es jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Was zeigt der? Heldenaufruf Dunkelküste. Ne, den möchte ich jetzt aber gerade gar nicht machen. Ja, habt ihr jetzt eine Aufgabe für mich oder nicht? Ach, leckt mich doch im Arsch.
Ihr alten Kameltreiber. Anscheinend gibt es hier nichts an Quests für uns. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus und gucken uns mal ein bisschen um hier in der Umgebung, ob es hier noch irgendwelche Aufgaben für uns zu erledigen gibt. Wäre auf jeden Fall sehr nett von den Einwohnern. Wie schaut es denn so allgemein aus? Wir können hier nach rechts raus. Ich denke mal, das werde ich auch machen. Was ist denn da für einer? Sehr seltsam. Der steht da sehr seltsam rum irgendwie. Aber gut. Von mich aus. Hier rennt ein Urtum rum. Hat bestimmt 8 Angriff, 8 Verteidigung. Und Spott. Oh Mann. Ja, ich kann einfach die Scherze zu Hearthstone einfach nicht lassen. Es ist einfach durch Hearthstone, wie ich schon sagte, bin ich halt wieder mal auf das Spiel gekommen. Habe ich mal wieder Bock drauf gehabt. Und deswegen musste das einfach mal sein. So. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? War das hier die Treppe hoch oder? Ach ne, da ist ein Durchgang. Na gut. Hier müsste auch irgendwo noch ein Händler gesessen haben, der irgendwelche Haustiere verkauft. Aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Deswegen einfach mal einen Tacken weiterlaufen. So, Teldrassil. Haben wir denn hier irgendwie was, was wir auf der Karte erkennen können? Im Moment noch nicht. Im Moment noch nicht. Das heißt, erstmal weiter. Erstmal wieder einen Tacken weiter. Ja, ich habe mich übrigens für die Leute, die halt WoW schon kennen, im Moment dazu entschieden, ich werde jetzt hier auch das Startgebiet von den Druiden noch eben fertig machen. Das sollte ja nicht ganz so lange dauern. Und dann haben wir auf jeden Fall hier so die 2 Startgebiete, wo wir mit dem Worgen dran vorbeikommen, direkt schon mal fertig gemacht und brauchen das dann später nicht nochmal machen. Da ich euch ja auch gesagt habe, dass ich komplett alles machen möchte, komplett jede einzelne Quest euch zeigen, zeige ich euch jetzt sofort nochmal das 2. Startgebiet. Und zwar ist dieses hier das Startgebiet, wer hätte es gedacht, das von den Nachtelfen. Ich glaube, das sollte auch keine Überraschung für euch sein, dass das das Startgebiet der Nachtelfen ist, weil wenn wir hier schon in Darnassus sind, der Hauptstadt der Nachtelfen, sind die eigentlich alle neutral. Tatsächlich, der ist auch neutral. Und was ich jetzt gerade mache, da ich ja nur rumrenne, ich gehe komplett zum Start, da wo die Nachtelfen auch anfangen. Und werde da die ersten Quests annehmen, weil ich denke mal, vorher werden wir hier in der restlichen Umgebung dieses Landes hier auch nichts weiter finden. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was das mit dem Heldenaufruf auf sich hat. Das kann ich auch noch nicht so ganz sagen. Was ist denn hier los im Hintergrund? Einen Moment, ich muss mal eben gucken, irgendwas passiert hier gerade. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Oder machen wir so. Ich hoffe, ihr schaltet übermorgen wieder ein, wenn es den nächsten Part von World of Warcraft für euch gibt. Ich habe jetzt zwar nur eine 14-Minuten-Folge, aber ich glaube, die Kater, die haben gerade irgendein Problem. Da muss ich mal eben nachgucken. Und deswegen jetzt für eine Minute extra noch pausieren. Lohnt sich nicht. Deswegen hier die Verabschiedung. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin Spaß und schaut regelmäßig weiter. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.